Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wir sind nach wie vor an der CMT und ich habe am Stand tolle Gäste. Und ihr wisst ja, die Serie Neue Stellplätze braucht das Land, auch das wird hier gelebt. Und da habe ich jemanden gefunden, der ein ganz, ganz spezielles Projekt vorhat, das dann irgendwann mal im 25 vorgestellt wird. Neben mir die Milena. Hallo. Hallo. Und der Alexander. Fangen wir zuerst den zukünftigen Betreiber, wo das passiert und was passiert. Ja, wir sind ein relativ außergewöhnlicher Wohnmobilstellplatz an der Ostsee, zwischen Eckernförde und Kappeln, zwischen Schlei und Ostsee, am Ostseebad Damp. In Damp gibt es nochmals zusätzlich einen Stellplatz. Und zwar hat man sich gesagt, wir machen etwas anderes, als alle anderen machen. Und da seid ihr natürlich schon gespannt, um was es da überhaupt gehen könnte. Wir sind ein einzigartiger Hybrid eigentlich aus einem Wohnmobilstellplatz und einem Hotel. Das heißt, wir bieten eigentlich den Hotelservice zu dem Stellplatz. Also wir haben bereits ein wunderschönes bestehendes Hotel und da docken wir einfach an und hoffen, dass das angenommen wird. Ich habe schon mal was gehört und schon mal einen Plan gesehen. Der Plan liegt hier und ich glaube, wir können euch das besser zeigen, wenn wir vielleicht gerade im Wohnmobil das uns gemeinsam anschauen. Also, ich denke, wir sitzen mal rein und euch nehmen wir mit. Ladies first. Und jetzt sind wir in unserem mobilen Studio, wollen natürlich viel mehr wissen. Jetzt geht es ja an die Planung. Ich glaube, vieles ist schon fertig. Wie weit sind wir eigentlich? Sind die Bewilligungen da oder wie läuft es weiter? Ja, nach 3 Jahren Bauleitplanung sind wir nun so weit, dass wir den Bauantrag einreichen beim Kreis. Sprich, das Baurecht ist geschaffen, die Bauleitplanung ist abgeschlossen. Und dadurch, dass wir natürlich selbst das Baurecht geschaffen haben, nun auch den Bauantrag stellen und ausführen werden, hoffentlich Anfang diesen Jahres, also April, wollen wir in die Umsetzung gehen, sodass wir dann auch relativ schnell eröffnen können. Eröffnen, sagst du, man erwartet das etwa, sagen wir mal, Sommer 25. Genau. Also wir werden eine Soft-Opening-Phase haben. Uns ist natürlich daran gelegen, das möglichst schnell zu tun, eine kurze Bauphase zu haben. Wir sind auf dem blanken Acker unterwegs, bautechnisch und sehr, sehr gut zu erreichen, wenn da die Wetterverhältnisse mitspielen und auch Baugenehmigungen recht schnell kommen. Werden wir also hoffentlich 2025 auch eröffnen, in Gänze. Den Plan habe ich schon mal gesehen. Ich weiß, dass es etwas Exklusives geben soll. Und natürlich für uns Wohnmobilisten muss auch irgendwas geboten werden. Wir müssen ja einen Grund haben, nach Damp zu fahren und ebenfalls diesen Stellplatz dann anzufahren. Und warum man da hinfahren soll, das weißt du. Auf jeden Fall. Also wie bereits schon gesagt, dieser Wohnmobilstellplatz ist ja angebunden an das Gut Damp. Das ist ein historischer Ort, ein wunderschöner Zufluchtsort inmitten der Natur, umgeben von Äckern, Rapsfeldern. Es ist einfach wunderschön und Alexander lebt dort mit seiner Familie und genau das ist ja auch der Punkt. Er legt eben genau dieses Projekt auf die nächsten Generationen aus. Also es ist geplant, um zu bleiben und Bestand zu haben. Und genau durch diese Architektur, die wir dort haben, ist der sogenannte Dorotheenpark, wie er heißen wird, eben auch ein Begegnungs- und Rückzugsort zugleich. Mhm. Und was wir bieten, ist eben diese Ruhe in der Natur, kombiniert mit Events. Also es ist jedes Mal ein Event, wenn man in das zugehörige Kuhhaus, so heißt das Restaurant, das ist in einer wunderschönen Scheune mit alten Balken und eben historisch. Dort wird Fleisch aus eigener Jagd angeboten. Wir haben eine eigene Jagdschule, was natürlich vielleicht auch spannend sein könnte für manche Mobilisten.
Und wir haben Sauna, wir haben die Kochschule, die jetzt gerade auch eröffnen wird. Wir haben eine eigene Destille. Wir sind sehr hundefreundlich, was glaube ich, also wir haben auch den Anton auf dem Hof und das ist der schwarze Labrador von Alexander. Und wir freuen uns einfach wahnsinnig immer über Menschen mit Hunden. Und die werden auch sehr bevorzugt behandelt, diese Vierbeiner. Und genau, also es ist einfach, es bietet wahnsinnig viel Geschichte, die gelebt wird. Und ich glaube, das spürt man überall, wo man hingeht. Und es ist eben nicht ein neu geschaffener Ort, sondern es ist ein Ort, der an etwas Bestehendes andockt. Und das merkt man überall. Ein schöner Erlebnisort. Wir wollen ja etwas, ja, geboten bekommen. Und jetzt noch die Frage, der Platz, ist der das ganze Jahr offen? Das ist ja. Das ist er. Was macht ihr zum Beispiel im Januar, Februar? Weil wir reden von Ostsee. Wir reden von Ostsee. Wir haben glücklicherweise ja auch die perfekte Anbindung noch an das Ostseebad Damp, die ja unglaublich viele Aktivitäten bieten, Indoor-Aktivitäten, ob es irgendwie riesige Wellness-Bereiche sind, ob es Bowling, Indoor-Spielplätze und so weiter sind. Dann haben wir zum Beispiel immer auch in dem Kuhhaus, das ist sehr lustig immer, das Frühshoppen, was sehr viel Spaß macht, weil wir eine Jazzband da haben und das schon morgens um 11 quasi wirklich eine Party haben und das zieht doch sehr viele Leute an. Und genau. Aber nicht zuletzt kann ja auch das sogenannte Schmuddelwetter im Januar zur Erholung beitragen. Nämlich auch Regen ist etwas Schönes, Gummistiefel ist uns nichts Fremdes und das soll es auch nicht sein. Im Gegenteil, wenn man sich bewusst für unseren Platz entscheidet, ist es so, dass man auch gleich das Frühstück in den Wohnwagen oder in das Wohnmobil liefern lassen kann. Man muss ihn also nicht verlassen. Auch da bieten wir einfach einen extremen Luxus, der bereits erprobt ist und auch umgesetzt ist in dem Hotel, den wir dann auch ausführen können im Januar. Und Spaziergänge an der rauen Ostsee waren schon immer besonders erholsam, wenn man dann am Kamin sitzt und einen gemütlichen Gin Tonic trinkt. Gut, das hat alles seinen Reiz. Und ihr wollt natürlich mal wissen, wie soll dieser Stellplatz überhaupt aussehen? Wie viele Parzellen haben wir? Und wir sind hier bei Morello. Er sitzt in einem sehr langen Reisemobil. Bis wie viele Meter können wir kommen? Wie sehen die Parzellen aus? Das waren viele Fragen. Ja. Ich versuche sie abzuarbeiten. Wir haben 210 Stellplätze auf 7 Hektar. Wir haben sogenannte Komfortplätze. Die Stellplätze haben ungefähr 150 Quadratmeter Stellplatzfläche. Und dann die sogenannten Premium- und Premium-Plus-Plätze. Diese immer mit Ostseeblick und eigenem Badezimmer. Einem sogenannten Badeschuppen mit bis zu 200 Quadratmetern. Also es können hier die 12-Meter-Fahrzeuge ebenso kommen wie auch der Kastenwagen. Also es ist nicht nur für große Wohnmobile gedacht, sondern es sollen alle kommen. Wohnwagen ist kein Thema. Nein, wir sind ein reiner Wohnmobilstellplatz. Ja, und wenn man sich das jetzt vorstellt, man fährt dahin. Ich habe da eine kleine Ansicht, die sieht man im Flyer. Hier ist noch besser. Und wenn man den Park, ich sage Park, es ist ja parkähnlich angelegt und in der Mitte hat es noch einen Weiher. Ein Naturteich, in dem man schwimmen kann, der natürlich das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt ist, der das Zentrum bilden soll mit vier Gebäuden drumherum. Dort wird es ein Bistro geben, Indoor-Aktivitäten, Sauna, Wellness, aber auch Fitness wird angeboten, Indoor-Spielplatz wird es geben. Alle Gebäude werden aus Holz hergestellt werden und zusätzlich in diesem Naturbadeteich wird es noch einen Schwimmbereich geben, der besonders gesichert ist, sodass man sich dort auch für die Menschen, die nicht so naturverbunden sind, schwimmen können. Also als erstes habt ihr schon mal mitbekommen, es gibt da was Exklusives, das eben für alle Wohnmobilisten gedacht ist. Und eben hier haben wir den Plan, das macht jetzt schon Lust, das mal anzuschauen und vorbeizufahren. Damp an der Ostsee,
Wie klären wir, wo es genau ist von Hamburg circa? Sind das etwa 120 Kilometer, stimmt das etwa? Ja, mit normalem Auto fährt man 1,5 Stunden. Insofern gut zu erreichen, A7 Richtung Eckernförde, Richtung Damp. Gut, also wir freuen uns aufs 25, denn dann können wir uns das mal anschauen. Und ihr habt es gehört, das ganze Jahr kann dann angefahren werden. Und dann wollen wir das mal erleben. Bis es aber soweit ist, werde ich wieder berichten. Und zwar werde ich irgendwann mal in diesem Jahr vorbeifahren. Und dann schauen wir uns das mal in der Natur live an. Und bis dahin, seid gespannt. Ich glaube, die zwei sind selber schon ganz kribbelig, bis es endlich losgeht. Der Spatenstich vielleicht im Frühling, nehmen wir jetzt mal an. Und dann geht es dann zügig los. Und dann wartet man nur noch auf euch. Hat mich gefreut, dass ihr gekommen seid. Und neue Stellplätze braucht das Land. Mir macht es immer wieder Spaß, wenn man etwas Neues euch mitteilen kann. Und an dieser Stelle eben an euch vielen, vielen Dank und eine gute Heimreise. Danke dir.